Heute möchte ich euch gerne unsere neue Sosu Frühjahr-Sommer-Kollektion vorstellen. Und da freue ich mich auch ganz besonders drauf, weil nach dieser langen Zeit im Homeoffice und den grauen Tagen geht es wieder um mehr Leichtigkeit in unserem Leben. Also wir haben natürlich unsere super Bestseller-Styles weiterentwickelt, modernisiert. Dieses Kleid kennt ihr als Bluse aus dem letzten Sommer. Das ist die Cowboy-Bluse, jetzt als Kleid entwickelt. Ohne Gürtel hier getragen, aber ich zeige euch natürlich auch noch verschiedene Varianten, wie man dieses Kleid noch tragen kann. Und ja, ich freue mich einfach, euch jetzt die neuen Styles vorzustellen und hoffe, dass ihr genauso viel Spaß beim Zuschauen habt wie ich beim Stylen. Und bei Sosu geht es darum, alle Frauen einzukleiden, dass sie sich gut fühlen, dass sie sich darin bewegen können, dass es in ihr Leben passt. Also es ist nicht nur für die Businessfrau oder die Frau, die viel zu Hause arbeitet, sondern wirklich für uns alle. Wir machen viele One-Size-Styles. Das lieben unsere Kundinnen und das werden wir auch beibehalten. Und unsere Styles sind meistens alters- und zeitlos. Da achten wir auch sehr genau im Design drauf. Und no season. Was unsere Styles noch auszeichnet, ist, dass sie wirklich sehr versatil einsetzbar sind. Also man kann unsere Kleider zum Beispiel alle natürlich auch schön lose hängend tragen, dann fühlt man sich sehr frei. Aber ich liebe ja Sachen auch immer zu verändern oder sie auch anders zu tragen. Man kann dieses Kleid zum Beispiel, es kommt mit einem schönen Kimono-Gürtel, also auch nicht einfach nur so ein gerader Gürtel, sondern wir haben den hier so ein bisschen dicker in der Mitte gemacht, damit wir einfach ein bisschen mehr Volumen in der Mitte wegnehmen können, in der Taille. Die wollen wir immer noch gerne zeigen, soweit sie denn vorhanden ist. Und so verändert man sozusagen auch optisch dieses Kleid schon extrem, indem man einfach nur diesen Gürtel benutzt. Ihr könnt natürlich auch eigene Gürtel benutzen. Meine Mutter zum Beispiel, komm mal her, ihr seht, das ist das gleiche Kleid, aber in einem wunderschönen Salbeiton, also in einer etwas gedeckteren Farbe. Sie hat hier die Ärmel einfach mal hoch gemacht, weil sie ein bisschen mehr Unterstützung in den Schultern haben möchte. Man geht dann ja auch gleich ganz aufrechter und aufgeregt wahrscheinlich auch. Aber das ist ein sehr schönes Beispiel, wie man eigentlich ein und das gleiche Kleid verschieden stylen kann. Und das liebe ich. Man hat also man kauft im Prinzip ein Kleid und hat drei verschiedene Optiken, zum Beispiel bei diesem Style. Ja, ich habe ja heute die Premiere und sehe die neue Kollektion von Su. Und ich sehe mich jetzt schon wieder auf Mallorca mit den tollen Kleidern. Und das ist so eine schöne, leichte Baumwolle. Also ich stelle mir das so schön vor. Und ich sehe das jetzt auch bei mir, diese Salbeifarbe. Das steht mir echt auch gut, wie dieses Pinkfarbene. Das schmeichelt so mein Teint. Und man ist total unabhängig auch mit den kleinen Accessoires. Ja, jetzt trage ich das Joanna Tunic Top und eine schöne verkürzte, locker leichte Leinenhose. Beides in Oliv, eine meiner absoluten Lieblingsfarben. Die werdet ihr immer in unserer Kollektion finden. Und vor allen Dingen im Sommer immer sehr, sehr schön, finde ich, mit Goldschmuck. Das gibt immer einen schönen Teint, einen schönen Glow. Und ich finde Oliv sowieso eine No-Season-Farbe. Kann man nachher zum Übergang auch mit cognacfarbenen Stiefeln schön kombinieren. Und dieses Outfit, finde ich, schreit in jedem Fall nach Sommer, Sonne und Meer. Ja, ich habe jetzt zu dieser verkürzten, unten auch sehr weiten Hose High Heels an. Sieht natürlich auch sehr schön aus mit flachen Schuhen. Ihr könnt das Top, hängt jetzt hier lose rüber, aber ihr könnt es natürlich auch reinstecken. Dann habt ihr ein etwas längeres Bein und verkürzt somit den Oberkörper. Und Mami, komm du doch mal wieder rein.
Mami hat als Pendant jetzt nicht das gleiche Outfit an, das gibt es auch nur so, beziehungsweise die Bluse gibt es auch noch in Pink, sondern Mami hat jetzt heute hier das schöne Susan-Kleid. Mein Traumkleid mit den Polstern. Ich liebe es ja. Ja, es ist vor allen Dingen so ein sehr schönes, strahlendes Hemdblusenkleid blau. So. Ganz schnell überzuwerfen und es ist sehr wirkungsvoll, finde ich, also von der leuchtenden Farbe her. Und mit der neuen Länge, also wir tragen unsere Kleider im Sommer wirklich in XXL-Länge. Ich finde, das macht auch so komplett so ein Kleid, wenn es ein bisschen länger ist. Ja. Ja, wir haben ja hier so ein paar Accessoires und die habe ich mir jetzt dazu ausgesucht. Ich finde so ein Käppi dazu ganz, ganz witzig, eine Tasche mit einem Tuch. Und eine Sonnenbrille und schon ist das Outfit ein anderes Bild. Ja, spätestens seit letztem Sommer ist der große, breite Taillengürtel wieder zurück in der modischen Szene. Ja, ich finde, wir Frauen mussten uns da wieder ein bisschen dran gewöhnen, uns nicht so eingeengt zu fühlen, aber als Styling-Tool einfach wirklich großartig und er hat einfach ein, vor allen Dingen, wenn auch noch so ein goldenes Schmuckdetail dran ist, bringt es einfach einen tollen Bruch für ein sonst sehr monochromes Outfit. Dazu trage ich Korbtasche, das ist wirklich meine liebste Sommertasche, weil ich einfach alles reinschmeißen kann, was ich so brauche. Und ja, schon entsteht aus einem lässigen Freizeitlook ein City-Look. Ich habe unser Antonia-Kleid an, in der schönen Farbe Salbei. Ihr kennt natürlich unsere klassische Antonia-Bluse mit Taschen, mit seitlichen Taschen. Die wünsche ich euch ja auch immer sehr. Auch das Antonia-Kleid kommt mit unserem Kimono-Gürtel. Ich greife mal zu meiner Linken und schneide ihn einmal für euch an. Je nachdem, ob du das lieber körperbetont magst oder ein bisschen oversized, können wir da ein bisschen spielen mit diesem schönen Gürtel. Ich mag es ganz gerne, mit diesem Kleid ein bisschen enger zu machen, aber je nach Belieben haben wir da auch schon einen neuen Look. Ja, das ist unser neues Strickkleid. Das haben wir in zwei Farben. Ich trage es jetzt hier in Eisblau. Das passt ganz gut zu meinen grau-grünen Augen. Und ja, das ist für mich das ultimative Frühlingskleid. Ich bin von Natur aus leider eine kleine Frostbeule und von daher liebe ich Strickkleider und freue mich, dass das Strickkleid auch wieder in der modischen Szenerie stattfindet. Und ich trage es jetzt noch mit Boots, später dann nur noch mit Flipflops. Und dadurch, dass es auch so locker und entspannt fällt, muss ich mir auch gar keine Sorgen machen, dass es irgendwann zu warm wird. Ja, vom Look ist das im Prinzip wie ein großes XXXXXXL Polohemd von meinem Urgroßvater sozusagen und einfach nur in die Länge und in die Breite gezogen und dadurch hat es natürlich auch wieder so einen schönen One-Size-Oversized-Look. So, wer aber nicht immer Lust hat auf so ein Hängerchen, ich habe jetzt hier diese schöne Haarklammer von meiner Tochter gemopst. Die gibt es bestimmt auch in schönen, richtigen Gold, damit es noch weniger wie eine Haarklammer aussieht. Und dann kann man nämlich auch optisch das Kleid ein wenig verschlanken und zeigt ein wenig mehr Kontur und Figur. Ich habe das schöne Ripley-Kleid an in dem tollen Dunkelblau, also Navy. Ist eine super schöne Qualität für den Sommer. Ganz leicht, Baumwolle, schön gestrickt. Am besten zieht ihr das im Sommer sogar mit einem Bikini an. Einfach drüber gezogen. Ich habe es natürlich jetzt ein bisschen eleganter gestylt mit den kleinen Fellheels. Es hat an der Seite auch einen schönen Schlitz. Ich finde doch, trotz dessen, dass es ein bisschen weiter geschnitten ist, dass es sich eher sehr eng an den Körper anlegt. Ich drehe mich einmal für euch. Und besonders schön finde ich auch hier den kleinen Polokragen. Nun habe ich das Ripley-Kleid einmal für euch in einem Alltagslook gestylt. Mit super schönen braunen Booties. Passt super schön zum dem klassischen Navy-Ton. Dazu stimmig eine Tasche. Und ganz zuletzt ein Taillengürtel, der dann eure Taille nochmal sehr schön betont.
Ja, unseren Shorty, den kennen vielleicht einige schon aus dem letzten Sommer. Den hatten wir in so einem schönen, gemütlichen Waffelstoff. Und ihr habt ihn euch sozusagen als Stadtversion in einem festeren Material gewünscht. Das haben wir gut umgesetzt. Wir haben einen ganz tollen khakifarbenen Canvas gefunden in Portugal, wo wir unsere Sachen wirklich auch sehr fair und nachhaltig produzieren. Den Schnitt haben wir beibehalten, der ist schön high-waisted. Ihr könnt den hier mit einer netten Sisalkordel so eng ziehen, wie ihr wollt und wie es eure Taille erlaubt. Dazu das schöne Cowboy-Top als Strickversion. Ihr kennt es schon als in der Leinenoptik, in der Waffeloptik, in der Baumwolloptik und jetzt gibt es das auch als Strickversion in Schwarz und in diesem schönen cremigen Off-White. Ich habe das einfach zusammen kombiniert und weil sich das jeder natürlich mit Flats vorstellen kann, habe ich dazu jetzt mal so, Cowboy-Boots sind das ja nicht wirklich, aber einfach mal mit so schönen camelfarbenen Stiefeln angezogen. Ich finde, das ist immer so ein guter Kontrast. Viele fragen mich immer, oh, meinst du wirklich Stiefel zu Shorts oder zum Minirock? Ich finde das sehr modern und erlaubt es grundsätzlich immer das, wonach ihr euch fühlt. So, ich habe mir jetzt die Kombination ausgesucht, weil dieses Grün ist mir sofort ins Auge gestochen. Wir hatten den Pullover schon vorher ja in Hellblau, den Ripley. Und mein Klassiker, mein Rock, den ich dazu jetzt kombiniert habe. Trage jetzt auch im Moment Stiefel, aber man kann auch Wedges dazu erziehen oder irgendwelche High Heels. Also ich finde das eine tolle Kombination. So, und hier zeige ich euch die sommerliche und frühlingshafte Version unserer Caroline Pants, die wir ja immer, immer, immer im Programm haben. Meistens in einer Karo-Version und auf vielfachem Wunsch in dieser Saison mal schlicht in einem wunderschönen, neutralen Nude- oder Beige-Ton. Da könnt ihr alle Farben zu stylen. Ich habe hier unseren neuen Polo in Crochet-Optik dazu. Das macht das ganze Outfit gleich ein bisschen leichter. Habe offene Schuhe dazu an. Und ich finde, es ist ein sehr cleaner, sehr edler und erwachsener Look. Ja, und ich liebe Beige kombiniert mit Weiß und deswegen zeige ich euch jetzt gleich nochmal ein anderes Kleid an Lisa. Lisa, komm mal her. Ach, ich liebe dieses Kleid, diesen tollen Ballonärmeln. Das ist ja so ein bisschen unser Markenzeichen und hat hier so einen Pirelli-Streifen. Nein, aber es ist so ein sehr, sehr sportlich. Und ansonsten ist das einfach ein total lässiges, elegantes T-Shirt-Kleid. Schön leicht, ein wunderschönes Beige, finde ich, ist immer sehr gut. Haben wir auch sehr lange gesucht, ja. Dass das schmeichelt ja, und ja. Zu möglichst vielen Hauttönen passt. Und dreh dich vielleicht auch mal, wie hübsch das ist. Also ihr könnt es natürlich auch so ein bisschen stärken, auch mit Schulterpolster tragen oder auch dann nochmal so ein bisschen extra hoch. Noch extremer und modischer, wenn ihr wollt. Hier. Oder halt genau das Gegenteil. Ihr könnt es einfach auch richtig glatt ziehen und auch glatt bügeln. Dann ist es einfach, sieht es fast normal aus wie ein Longsleeve-Kleid, T-Shirt-Kleid. Dazu trägt Lisa schöne High Heels in Weiß. Das finde ich übrigens auch ein schönes Detail. Man kann hier oben, wenn man möchte, der Ausschnitt ist auch weit genug, noch einen Tanktop drüber anziehen und dann sieht man das auch, kann man hier auch noch mal ein bisschen mehr das Weiße von den Ärmeln auffangen. Ja, sehr schön. So, und da ja der Anzug einen absoluten Siegeszug in der Fashion gerade erlebt, haben wir natürlich auch einen Blazer in dem gleichen Material gemacht. Der ist schön oversized und ja, wie ich finde, ein wirklich extrem, also er fühlt sich an eigentlich wie ein Jogginganzug. Es ist für mich kein Unterschied, einen Jogginganzug oder diesen Anzug zu tragen. Einfach super lässig, entspannt, tolle Farbe, kann man auch mit Knallfarben kombinieren. Wie gesagt, ich mag es ein bisschen ruhiger und erwachsener mit Weiß oder Beige, anderen Beige-Tönen. Aber jetzt da jetzt auch eine schöne pinke Bluse oder ein strahlendes Gelb darunter. Euch sind da keine Grenzen gesetzt.
Das ist meine Lieblingsfarbe. Die habe ich mir schon immer gewünscht. Flieder. Und das ist meine Trinkflasche, die habe ich ja immer mit. Und das, wie gesagt, es passt wie die Faust aufs Auge. Die ist so, so schön. Und zu allem zu tragen. Purple Rain, Purple Rain. So kann der Tag beginnen, mit so einer tollen Farbe. Super schön zu kombinieren, auch zu Schwarz, nachher auch natürlich zu jeder Sommerfarbe. Also ich finde, sie ist sehr ausdrucksstark und mal was ganz Besonderes. So, ich habe euch ja schon erzählt, dass diese schöne neutrale Farbe förmlich danach schreit, mit Farbe ein wenig aufgepimpt und aufgefrischt zu werden. Ich trage das Joanna Top in diesem schönen Pink dazu. Ich finde, es ist eine fantastische Farbkombination, wenn man einfach ein bisschen mehr Farbe möchte. Man muss sich ja auch immer danach fühlen. Es kommt immer darauf an, was habt ihr vor, wie fühlt ihr euch? Braucht ihr ein bisschen sozusagen Boosterfarbe, um euch fröhlicher zu fühlen? Also beobachtet das mal. Ich finde immer, dass Farbe doch ein großes Asset ist, wenn es darum geht, sich fröhlicher zu fühlen. Und gerade wenn die Sonne ein bisschen scheint, habe ich immer total Lust auf Farbe. Mein Outfit enthält eine kleine Überraschung für euch. Und ich glaube, viele von euch haben es sich wirklich gewünscht. Eine kurze Antonia, die tolle Antonia-Lieblingsbluse von euch, hat einen kleinen Gummizug hier. Sie ist kurz geschnitten für die ganzen kleinen Frauen unter euch, ich glaube, ein kleiner Aufschrei. Wir haben auch auf euer Feedback gehört, dass ihr gerne eine kürzere Version haben wollt. Ich finde es super schön kombiniert. Man kann es Highwaist tragen mit einer Highwaist-Hose. Ich habe jetzt die Satin-Hose in Schwarz an und dann ein bisschen höher getragen. Man kann natürlich auch, wie jeder mag, ein bisschen low tragen und dann guckt der Bauch ein bisschen raus. Jeder wie er mag. So finde ich es aber sehr schön kombiniert und die Version ist uns sehr gut gelungen. Ich finde es ein toller Mix zwischen einem Klassiker und einer sportlichen Version der Antonia Bluse.